Da stehen wir, ganz allein, auf uns allein gestellt. Kein Fiener, kein Rapp, niemand. Niemand, der uns jetzt noch begleiten würde. Wo gehen wir hin, was sollen wir tun? Wir wissen es nicht. Das Einzige, was wir jetzt noch tun können, ist in die Wildnis der Savanne zu gehen. Aber was soll uns das bringen? Ich wollte so gerne ein Abenteurer werden. Was mache ich hier an diesem gottverlassenen Ort? Na, du, bist du auch so allein? Du bist wie ich. Justin, super! Justin, super! Super! Komischer Vogel, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie konnte ich jemals glauben, dass ich die Welt retten könnte? Eine neue Zukunft schaffen. Die Geschichte neu schreiben. Was habe ich mir eingebildet? Es gibt keine neue Zukunft. Ich bin nutzlos. Ich kann überhaupt nichts. Das Ende der Welt überqueren. Den Weg nach Atlant finden. Das alles bedeutet nichts. Ich kann nicht mal das Mädchen beschützen, das ich liebe. Lin, es tut mir leid. Ich konnte den neuen Weg nicht finden, von dem du sprachst, Lin. Geister? Ruft ihr etwa mich? Hey, das ist der Weg zu Silpadon. Genau, Guido. Vielleicht sagt mir Guido, was ich tun sollte. Wir sind zurück in Silpadon, das immer noch verwüstet ist. Wir haben nur noch einen letzten Kontakt, den wir aufrufen könnten, um uns auf unsere Mission zu begleiten. Es ist Guido, der uns gerade schon mal Mut gemacht hat. Lasst uns schnell sein. Na, was ist mit dir los, kleiner Mann? Warum lässt du mich nicht durch? Schau alle an, alle arbeiten am Wiederaufbau von Silpadon. Alle um Guido, den Senior, geschah. Schau dort drüben auf den Hügel. Silpadon wird gewiss zum neuen Leben erwachen. Wie wär's? Willst du mithelfen? Ja schon, aber ich möchte zu Guido. Oh, da steht er ja. Guido, das Geld, das du und die anderen Mogei uns gegeben hat, hat uns sehr geholfen. Ich schäme mich für das, was ich früher über euch gesagt habe. Ich verstand damals nicht, worauf ihr euch vorbereitet habt. Geld hat man für Zeiten wie diese. Vergiss es, komm, arbeiten wir weiter. Oh ja. Alles klar, dann fragen wir mal unseren letzten Kontakt. Deswegen habt ihr euch so verhalten, Guido. Ihr Mogei wusstet die ganze Zeit, dass ihr das mal gebrauchen könntet. Stark, wow. Das sehe mir so gar nicht ähnlich. Ich denke nie voraus. Ach, irgendwie wusste ich auch gerne, was ich tun soll. So wie ihr alle. Ich will auch was zunutze sein. Oh, ich weiß, Guido. Ich kann dir helfen, in Ordnung? Lass dir helfen, Guido. Das ist nicht gut, Justin. Ich denke, du bist nicht geschaffen für diese Sorte von Arbeit. Ach, Humbug, Mann. Ich hätte nie gedacht, dass ich so nutzlos bin, dass sogar du auf meine Hilfe verzichtest. Was? Verzichten? Du verstehst nicht. Wie Mogei denken Justin, Mogei nie versteigen auf nix. Weißt du warum? Weil auch wenn es wertlos aussieht, ist Geist drin. So, die Menschen können es brauchen. Irgendwie, wir Mogei können alles brauchen. Aber was können wir tun? Aber Guido, bitte, lass mich doch ein bisschen helfen, ja? Ich kann doch sonst auch nichts machen. Justin, du hast immer noch nicht gehört auf mein Nick. Jeder hat seine eigene Rolle. Aber ich hab's verbockt. Zu nichts nutze. Was kann ich tun? Gar nichts. So denkst du, Justin. Justin, schau doch da. Die Geister, was? Warum sind sie hier? Damals in den Zeiten der Mythen, Menschen und Geister. Sie leben zusammen, bis Gaia hat geboren, die Erzen der Menschen.
und niemand versuchte, die Ärzte zusammenzufügen. Niemand konnte das, außer Justin. Du bist so weit gekommen. Ich wusste, du würdest es schaffen. Ich? Wie meinst du das? Ich hätte es geschafft? Das war nie ich. Fina hat Silpadon gerettet. Lina hat Gaia aufgehalten. Und die letzte Schaft wird Mullen schlagen. Nicht ich. Ich tauge zu nichts. Justin, vielleicht willst du ein Edles sein. Aber sage, was kann ein Mensch alleine ausrichten? Ein Mensch alleine nichts. Und ich bin alleine. Deshalb. So, du denkst, du bist alleine. Justin, du hast immer noch nicht begriffen. Justin! Sue? Well, what are you doing here? And everyone else, too! We're here! Everybody! Why? Justin, your hard work here will prove you're a real man. Women dream of being saved by the man they love. Of course, that goes for Fina, too. That's right, Justin! It's not like you to get so down like this, Justin! Besides, aren't you breaking your promise? You said you would explore the world with Fina together forever! But Fina must face her fate as an Icarian. There's no way of escaping that. Liete? That's why you must create a new path. You are the only one who can break open doors shut tight against our reason. Well, the point is, just both me and you, we ain't cut out for thinking too hard. Exactly. Rather than thinking too hard, let's just do it, okay? It'll work out somehow. I just know it. Rap. Liete. I, Gadwin, certainly see your greatness as a warrior. And as a man, you have good friends, Justin. Everyone. Look, I need to see that you are not alone. This is your true power. Und es sind mehr als diese Leute. Du hast die Welt zusammengebracht. Du hast dir Saat gelegt. All das ist deine Stärke, also nutze deine Stärke, um die Welt zu retten. Das ist deine Aufgabe, nicht? Justin, na los! Hör mit dem Miesepetern auf! Willst du denn Fina nicht retten? Stimmt, du hast versprochen, den Steinwald zu rächen, oder? Die Fesseln des Schicksals zerreißen. Ich glaube, ich werde die Farbe meiner Tafel selbst bestimmen können. Stimmt. Ich habe noch Kraft übrig. Alles, was ich tun musste, war mit allen zusammenzuarbeiten. Warum bin ich nicht früher darauf gekommen? Ich bin nicht allein. Ihr seid alle bei mir. Ihr Geister, ich komme! Ein neuer Weg. Hä? Was ist das? Das Geistertor. Das ist dasselbe wie das Portal, das sich dem geöffnet hat, der die Wahrheit verkörperte am Anfang der Angelo-Zivilisation. Ich hätte gedacht, der Geweihte erscheine nur einmal am Anbeginn der Welt. Aber nun steht die Geburt eines neuen Geweihten bevor. Die Geister haben dich für würdig befunden, in das Heiligtum einzutreten. Um eine neue Welt zu schaffen. Die Geister? Mich? Du bist auserwählt worden, den neuen Geisterstein zu besitzen. Gehen wir, Justin, ins Heiligtum der Geister. Zeige dich dem Willen der Geister gewachsen, wenn du so groß wirst, wie sie es befehlen. Werden sie dir mit Sicherheit ihre Kräfte verleihen. Ja, das will ich. Ich will es. Gehen wir ins Heiligtum.
Leute, wir haben eine neue Mission vor uns. Gehen wir. Es ist noch lange nicht vorbei. Mit der Kraft unserer Freunde können wir es schaffen. Und da sind wir. In einer brandneuen Welt. Packen wir es an, Leute. Es ist noch lange nicht vorbei. Wir müssen Fina helfen. Let's go. Ist das ein Weiser? Ein Gegner? Was sollen wir tun? Hey, Kollege. Ein neuer Weg vielleicht? Da unten liegt sogar ein Item. Aber ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Oh, es haben sich mehrere Wege aufgetan. Das heißt, wir müssen jetzt selber entscheiden? Oh, wir haben auch noch ein paar Geister übrig. Okay, den sollten wir dann vielleicht ein bisschen ausweichen oder so. Oder wir kämpfen noch eine Runde. Okay, vor dem großen epischen Kampf müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Und zwar mit den Crittern. Aber die schaffen wir schon. Mit was sollen wir sie fertig machen? Vielleicht mit Wasser? Knistern. Wir machen mal Diamantenstaub. Das müsste sie abkühlen. Ehrlich gesagt hätte ich das aber fast besser gefunden, wenn wir jetzt in die letzte Schlacht geworfen werden, sozusagen. Also wenn es jetzt schon gleich anfängt mit Gaia und Fina und so. Ich kann es eigentlich gar nicht mehr aushalten vor Spannung. Verdammt! Mann, das wird einfach nur Wahnsinn. Okay, aber ein letzter Dungeon steht uns wohl noch bevor. Packen wir es an. Nur ein paar Punkte können wir vielleicht noch gebrauchen, bevor wir in den letzten Kampf gehen. Da ist eine Kiste. Hier sind überall neue Wege. Oh, danke. Noch mehr Gegner. Da liegen überall Sachen. Ich muss wohl verschiedene Wege ausprobieren. Machen wir erstmal diese Gegner hier platt. Es scheint wohl so, als wären hier noch die letzten Objekte, die wir bekommen könnten, um unsere Rüstung aufzubessern. Was setzen wir hier ein? Ich werde Boom Power einsetzen. Das müsste sie eigentlich sofort eliminieren. Eigentlich darf man die Erdkräfte nicht unterschätzen. Ich sollte sie öfters einsetzen. Es sei denn, sie werden das jetzt völlig blocken. Nein, das geht ganz gut. Wir haben ordentlich trainiert. Okay, wann haben wir den nächsten Level? Justin wird bald 36. Jahre alt? Nein, Spaß. Level 36. Könnten wir eigentlich gut gebrauchen. Okay, ihr jumpt da einfach so rüber. Lasst uns mal kurz durch. Okay, hier fallen wir einfach runter, was? Da unten wäre auch ein Weg gewesen. Ja, wir können hier sogar nochmal lang gehen. Dann können wir uns diese Stiefel hier holen. Die sehen ganz schön mächtig aus. Wie eine Ritterrüstung. Geheimschuh. Ja, okay. Gucken wir uns den Geheimschuh mal an. Gehen wir auf Ausrüstung. Und dann weglegen. Wo sind die Schuhe? Hier. Oh, das ist ziemlich plus 50. Beste Schuhe. In Ordnung. Dann nehmen wir die besten Schuhe mal mit. Wir sollten tatsächlich versuchen, alle Items zu bekommen, die wir hier kriegen können. Kannst du uns nach oben bringen? Sehr schön. Wo sollen wir als nächstes lang? Okay. Da unten ist auch... Da ist nochmal ein Geist. Geht er weg? Besiegen wir ihn schnell. Ich kann ja auch mal vorspulen. Ja, ihr habt es mir noch nicht in die Kommentare geschrieben. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ich das lassen soll mit dem Vorspulen hier. Aber das macht es gerade einfach ein bisschen schneller. Ihr seht ja, die Attacken brauchen manchmal ziemlich lang. Also mit 200 FPS gibt es hier weiter. Aber wir müssen die Kämpfe ja jetzt nicht mehr sehen. Ich will jetzt einfach nur noch die Items haben und dann weiter geht's. Die Musik hier ist sehr schön. Okay, wir kommen hier lang. In Ordnung. Alles sieht so schemenhaft aus. Okay. Hier ist eine Truhe. Her damit. Wir sind wohl den richtigen Weg gelaufen. Allfrucht. Was macht sie? Plus 3 Stärke, Lebenskraft, Klugheit und Geschicklichkeit. Ja, her damit. Warum nicht? Hier ist auch ein Weg. Hier kann ich sogar weitergehen, oder? Oh, und der Weg ist auf einmal verschwunden. Heiligtum.
Okay, jetzt gibt's ja eine rote Straße und eine grüne. Ich glaube, ich gehe erstmal die grüne entlang. Eine Art Saft oder so, ein Getränk, ein Tränk, ein Tränk. Ein Drink, Zauberfrucht. Ja, warum nicht? Mehr Punkte für uns. Okay, da geht's jetzt gar nicht mehr weiter. Ein blauer Weg hat sich geöffnet. Sehr spannend das Ganze. Oh, hier war ich doch schon mal. Das heißt, wir sollten wohl uns jetzt einen anderen Weg suchen, was? Na, jetzt können wir den roten Weg einschlagen. In Ordnung, gut, dass sie die Farben verteilt haben. Dann können wir etwas, diese Sachen hier alle auseinanderhalten. Okay. Der bringt mich hier hin. Danke, danke dafür. Aber jetzt mal ehrlich. Ich will hier wieder weg. Okay, ich glaube, ich habe irgendwie einen neuen Weg freigeschaltet, wagt mich aber nicht, wie ich das geschafft habe. Es war wirklich fast endlos, was wir hier gemacht haben. Deswegen habe ich auch mal ein bisschen vorgespult. Sah sehr komisch aus, aber das mussten wir tun. Wir können jetzt überall hier lang laufen. Das war wirklich sehr komische Ebene. Okay, oh, nicht schon wieder, bitte. Oh Mann, was sind denn das für Dinger? Na, dann kommt mal her. Keine Ahnung, wie ich das jetzt geschafft habe, freizuschalten, aber man musste wahrscheinlich einfach nur den richtigen Weg lang laufen, also einen bestimmten Weg anzielen, anpeilen, vernichten wir diese Typen. Mit dem guten alten Diamantenstaub. Ja, gerade zum Schluss hin benutze ich nochmal etwas die Wasserattacken. Weil wir haben uns schon ewig nicht mehr geheilt, wir haben es lange nicht mehr gebraucht. Wir hatten nämlich immer gut diese Lichtkegel, die uns heilen. Deswegen haben wir die Attacken gar nicht so gebraucht. Wasserstufe hoch, das heißt, wir kriegen mehr Energie hinzu. Das wird die schöne Lied hier tun. Ein Zap. Und Rapp kann irgendjemanden angreifen. Ist mir ehrlich gesagt Wurst, wen. Ich habe die noch eigentlich ziemlich stark in Erinnerung. Man, die hat so einen langen Text, bevor sie irgendwie einen Angriff macht. Normalerweise müsste der Gegner da einfach eigentlich schon längst so längst eigentlich angreifen. Gut, dass ich nochmal mit Rapp angegriffen habe. So, jetzt darf der Justin auch nochmal draufhauen. So, ich muss mal ein bisschen leiser bei meinem Mikrofon. Nee, nicht beim Mikrofon, sondern bei meiner Lautstärke einfach die Musik ein bisschen runterdrehen, weil ich verstehe mein eigenes Wort nicht mehr. Was mache ich hier noch? Habe ich noch einen Knoten in der Zunge? So, Leute. Macht mal keine Scheiße und lass mich hier bitte irgendwo durch. Ich will doch einfach nur dahin. Wie mache ich das? Hat sich ein neuer Weg geöffnet? Ich muss wohl alle besiegen, was? Der haut einfach ab. Seht ihr? Sogar die Hintergründe haben sich so geändert, dass diese Wege dort sind. Wisst ihr was? Da es nur einer ist, greifen wir mit normalen Angriffen an. Das wird lustig. Weil wir zaubern einfach nur noch. Der gute alte Rapp kann das gut. Guck mal, was ich immer komisch finde, obwohl wir komplett aufgeladen sind, haben wir immer einen gelben Balken. Und die Gegner haben grün. Das ist ziemlich komisch. Warum kommen wir nie in den grünen Bereich? Eine Stufe höher. Jetzt sind wir auf 36. Nicht schlecht. Oh Mann, ich habe so ein Gefühl, dass wir kurz vor dem Ende sind. Und die Wege verändern sich immer noch. Okay. Oh nein, wir sind wieder bei so einer Treppe. Ja. Können wir den vielleicht überlisten? Nein, oder? Doch. Sehr schön. Wir sind angelangt, Leute. Hier. Okay, jetzt dreht sich die Ansicht. Ich kann noch schnell diese Truhe hier öffnen. Keine Ahnung, was da drin ist. Wahrscheinlich Technikfrucht. Wir geben sie einfach Justin. Warum auch nicht? Und wir nehmen diese Zauberfrucht hier mit. Lebenssamen. Okay, habe ich ein bisschen aus dem... Habe ich jetzt nicht ganz richtig gelegen. Ich könnte nochmal hier langlaufen, wenn ich wollte. Aber wisst ihr was? Wir wollen jetzt Story sehen. Oh, das ist ein Gegner? Ich dachte, er wird mit uns reden. Also habe ich es doch richtig erkannt am Anfang. Es ist ein Bossgegner. Magierkönig. Gut, schleudern wir unsere besten Attacken ihm gegenüber. Bitteschön. Nachdem wir Baal besiegt haben, können wir das jetzt auch mit dem aufnehmen. Get Zap, oder was machen wir? Nein, wir machen das hier.
Das wird jetzt schön lustig werden. Justin entfaltet seine ganze Power. Drachenzap! Diese Attacke ist so mächtig. Da geht sogar die Framerate runter. Das ist einfach genial. Nimm das, du Magier! Ich will endlich Fina sehen. 700 Angriff. Nicht schlecht. Und hier kommt auch nochmal Lithia, die ja sozusagen zu ihm gehört, wenn ich mich nicht ganz irre. Rapp, mein Guter. Du wirst den Feuerball einsetzen. Wir können den Kopf und Wand. Sein Stab heißt Wand. Okay. Und wir können auch den Körper angreifen. Ich glaube, wir sollten uns auf seinen Kopf konzentrieren, was? Das war sehr gut. Okay, gleich greift er an. Atomschuss. Wow, Rapp. Nicht schlecht, aber da musst du noch höhere Geschütze auffahren, mein Bester. Drachen. Get one secret move. Okay. Wow, ich dachte jetzt, das Spiel stürzt ab, hey. Ist gerade das... Ich nehme schon seit eineinhalb Stunden auf und mir ist jetzt echt das Herz in die Hose gerutscht. Lithia, wir brauchen deine Kraft. Erdbeben. Bitteschön, machen wir mal ein Erdbeben. Let's go. Nimm das, du Monster. Diese Attacke sieht einfach unglaublich aus. Obwohl hier eigentlich gar keine Erde ist, es ist ja nur eine kleine Plattform. Bam. Okay, mein Bester, du bist fast down. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, wisst ihr was? Ordentlich auf die Omme draufhauen, Lotusschneider. Burn, baby, burn. Bam, 600 Schaden. Gleich ist er fertig. Immer schön gegen den Kopf treffen. Es wird ihn ordentlich... Oh nein, noch ein Atomschuss. Dieses Mal wird es Lithia und Justin gleichzeitig treffen. Aber das stecken wir schon weg. Da musst du wirklich mehr Power beweisen. Mein lieber Magier. Okay, gleich ist er mit seiner Waffe dran. Aufpassen. Heulnado. Wow, eine mächtige Attacke. Nicht schlecht. Er fährt höhere Geschütze auf. Das heißt, wir sollten uns mal heilen. Bevor wir angreifen. Und zwar alle heilen. Halt alle TP der Gruppe. Ja, ja, damit. Wir wollen ja nicht zu schnell down gehen. Vielleicht hat er auch noch irgendwie einen anderen Zauber auf uns gewirkt, weil wir sind so langsam. Ich mach nochmal den hier. Dann müsste er bald fertig sein. Komm schon, beende es, Rapp. Wir müssen weiter. Das war's. Ja. Das war super. Naja. Der schwerste Gegner war es jetzt nicht. Aber wir mussten ihn bekämpfen. Gehen wir weiter, Leute. Jetzt wird's krass. Von hier an dürfen nur Auserwählte weitergehen. Du gehörst dazu, Justin. Jetzt erzähl den Geisterstein deine Träume. Erreiche deine Wünsche. Sieh, die Welt, die Menschen wird sich wieder ändern. Nur ich kann weitergehen? Geisterstein. Zeig mir den Weg. Es war ein langer Weg. Aber jetzt bin ich hier. Hier bin ich, um die Antwort zu erfahren. Ich will wissen, was ihr Geister und wir Menschen verloren haben und was wir schützen müssen. Ich will wissen, was wir aufbauen müssen. Deshalb bin ich hier. Weiter geht's. Wir Menschen haben immer wieder die gleichen tragischen Fehler begangen, wie in der Sage der Ikaria. Wir verloren Lin. Wir ließen Lins Tod zu. Und jetzt Fina.
Wir wiederholen nur immer wieder die Tragödie. Sind wir Menschen so schwach? Können wir nichts ändern? In Ordnung. Ich weiß, wir können es. Wir können unser Schicksal ändern. Genug davon. Nicht noch mehr Opfer. Ich ertrage nicht noch mehr traurige Gesichter. Ich will die Traurigkeit durchbrechen, um eine harmonische Welt mit euch Geistern aufzubauen. Bitte, helft mir dabei. Noch ein Schritt. Wir sind oben. Die Lichter, sie vereinigen sich. So geht's nicht weiter. Gebt mir die Kraft zu kämpfen, eine neue Zukunft aufzubauen. Ein neues Schwert. Ein Geisterschwert. Es strahlt die Kraft des Geistersteins aus, aber in einer Waffe vereint. Viel Spaß, Juss. Ich wusste, du wirst es können. Die alten Zeiten sind vorbei, Justin. Du hast es jetzt erlangt, die Macht der Ikaria, um die Menschen mit dieser Welt zu vereinen. Jetzt verstehe ich endlich. Die Geister haben uns stets geschützt, um eine neue Zukunft zu schaffen. Die Wünsche der Geister erreichen sie beide, Fina und Mullen. Wir sind bei der J-Basis. Aber wie? Es sieht aus, als hätte Gaia mit der letzten Stufe seiner Verwandlung begonnen.